Der Frühling kommt zurück und mit ihm auch der grüne Rasen. Hier sind 4 Tipps, mit denen du ihn perfekt pflegen kannst. Düngen. Von März bis April sollte der Rasen mit wichtigen Nährstoffen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium gedüngt werden. Sie sorgen für die Grünfärbung und das Wurzelwachstum und machen den Rasen belastbar. Magnesium hilft zudem bei der Bildung von Chlorophyll, das zur Photosynthese benötigt wird. Rasenmähen. Mäh den Rasen beim ersten Mal im Frühjahr ab einer Höhe von 8 cm. Während der Vegetationszeit sollte er alle 4 bis 7 Tage gemäht werden. Allerdings nicht bei Nässe oder praller Mittagssonne. Bei normalen Verhältnissen sollte die Schnitthöhe 3 bis 4 cm nicht unterschreiten. Vertikutieren. Nach dem Winter verhindern Moos und Unkraut, dass der Rasen sich entwickeln kann. Um ihn davon zu befreien, wird das Gras mit speziellen Geräten und Messern 3 bis 10 mm tief angeritzt. So werden Filz und Unkraut ausgekämmt. Wässern. Gieß den Rasen nie bei Sonneneinstrahlung, sondern am frühen Morgen oder späten Abend. Die Wassermenge hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. 10 bis 15 Liter bei sandigem Boden und 15 bis 20 Liter bei lehmig-toniger Erde.